Taifun Tofu baut seit über 20 Jahren Sojabohnen in Deutschland an und wir haben uns überlegt, wir zeigen euch einmal, wie die Pflanze überhaupt aussieht. Angefangen beim Samenkorn, das sich auf dem Feld verhundertfacht, bis hin zu dieser Pflanze, die daraus entsteht. Und heute beginnen wir mit dem Samenkorn selber. Hier sieht man den Nabel und direkt oberhalb vom Nabel, ganz direkt unter der Schale, versteckt sich der kleine Embryo. Und der größte Teil der Bohne besteht aus den Keimblättern, die bei der Keimung dann über die Erde rausgeschoben werden. Nun gehen wir raus aufs Feld und schauen uns an, wie dieses Korn wächst. Wegen der geringen Triebkraft darf man die Sojabohnen nicht zu tief säen. 4 cm sind ein Richtwert. Und zum anderen muss der Boden sehr schön warm sein und es muss unbedingt nach der Aussaat einige Tage richtig warmes Wetter angesagt sein. Gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass die relativ großen Sojabohnen in feuchten Boden reingelegt werden. Die brauchen relativ viel Wasser zum Keimen. Das heißt, ich sehe die so tief, dass sie gerade auf dem feuchten Boden liegen, aber nicht tiefer. Bereits wenige Tage nach der Aussaat hat der Keimling eine kräftige Wurzel geschoben. Er verwurzelt sich zuerst nach unten, bevor er dann die Keimblätter nach oben aus dem Boden rausschiebt. Und das ist natürlich eine ganz empfindliche Phase, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Striegel übers Feld fahre und diese Keimblätter, die gerade kurz unter der Erdoberfläche sind, anstoße und die abbrechen, dann ist es um die Pflanze geschehen. Wenn der Boden kalt ist und die Pflanze sich verzögert entwickelt, können Schädlinge angreifen, Bohnenfliege, Drahtwürmer, auch Vögel, Tauben, Krähen sind ein Thema. Und das sieht man hier, hier sind die Wurzeln sehr schlecht entwickelt. Diese hat eine halbwegs normale Wurzel, ist aber oben an den Keimblättern angefressen. Eine weitere Woche ist vergangen. Der Keimling hat die Keimblätter über der Erde entfaltet, die sind schön grün geworden. Und hier ist auch schon das erste Paar Laubblättchen sichtbar, was gerade beginnt sich zu entfalten. Jetzt bricht eine Phase an, wo die Pflanze schon robuster ist. Selbst wenn jetzt mal ein richtiger, heftiger Kälteeinbruch kommt, wird die Pflanze daran nicht mehr zugrunde gehen. Und was noch interessant zu sehen ist, wie sehr sich die Wurzel schon entfaltet hat in dieser kurzen Zeit. Und was wir auch sehen ist, dass hier noch keine Knöllchen an der Wurzel sind. Die Rhizobien, also die stickstoffbindenden Knöllchenbakterien, sind schon da. Die haben die Wurzel auch schon angegriffen. Aber die Symbiose zwischen der Sojapflanze und dem Bakterium ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass man hier die Knöllchen an der Wurzel schon sehen könnte. Rund 2 Wochen nach der Keimung entfaltet die Sojapflanze die ersten richtigen Laubblätter. Wir sehen hier, die Keimblätter sind bereits am Absterben. Die ersten Laubblätter sind noch einblättrig und gegenüberliegend. Und hier sieht man, ist schon das erste richtige dreiblättrige Sojablatt entfaltet. Das nächste kommt bald. Und dann sieht man hier, dass in jeder Blattachsel eine Knospe sitzt. Und diese Knospen können sich je nach Situation zu einem Büschel von Blüten entwickeln oder daraus wird ein Seitenast, der dann eigene Blätter und Blüten entfaltet. Es ist Anfang Juli, die Sojabohnen stehen in Vollblüte. Und hier ist die Besonderheit, dass die Sojapflanze sehr kleine Blüten hat. Das sind Schmetterlingsblüten, wie bei allen Hülsenfrüchten, wie bei Lupine oder Klee oder Akazie auch. Und bei der Soja sind die aber besonders klein, in der Blattachsel versteckt. Und es gibt viele Sorten mit violetten Blüten. Es gibt aber auch Sorten, die weiße Blüten haben. Was ganz wichtig zu wissen ist, dass die Soja im Prinzip 100% selbstbestäuber ist. Also diese Blüten, die öffnen sich gar nicht richtig, sondern die befruchten sich selber. Hier sieht man eine Wurzel und an der Wurzel kann man sehen, dass die Knöllchen voll entwickelt sind. Die Symbiose von Sojabohne und Bakterium
wo das Eiweiß gebildet wird, die ist zum Zeitpunkt der Blüte am intensivsten, am stärksten. Und man kann auch sehen, dass die Knöllchen innen drin rot sind. Die sind jetzt also voll aktiv. Im August füllen sich die Körner. Die Sojapflanze ist jetzt, hat ihre Jugend überschritten. Die Blätter sehen auch schon entsprechend ein bisschen zerzaust aus. Sie ist ja nun auch schon ein paar Monate alt. Teilweise findet man kleine Flecken von Pilzinfektionen auf den Blättern oder so. Das ist aber alles nichts Tragisches. Und jetzt geht die Pflanze dazu über, die bisher gesammelte Energie und das gesammelte Eiweiß in die Körner einzulagern. Man sieht, die Hülsen werden dick. Die Körner in den Hülsen füllen sich mit jedem Tag mehr. Das sind jetzt schon richtig dicke, große Körner. Und unten an der Wurzel, die Knöllchen, die sterben jetzt langsam ab. Die sind jetzt nicht mehr rot, sondern gehen zunehmend ins Braune. Die Pflanze ernährt die Knöllchen nicht mehr, sondern fängt jetzt an, die gesamte Power aus den Knöllchen und auch aus den Blättern in die Körner zu ziehen. Wir sind im September und die Sojapflanzen gehen in die Abreife. Man sieht hier in diesem Bestand, die Blätter sind schon überwiegend abgeworfen. Einzelne Blätter sind noch grün und reifen erst allmählich ab. Das hier ist noch eine grüne Hülse, so am Ende der Kornfüllung, die dann heller wird, ins Gelbe übergeht und schließlich dann braun wird, im Prinzip richtig in die Abreife geht. Und zwischen diesen Stadien liegen je nach Wetter 2-3 Wochen. Das geht dann sehr zügig. Die Abreife der Sojabohne geht oft schneller, als man erwartet. Also wenn einmal die Hälfte der Blätter unten liegt, dann kommt mehr Luft in den Bestand, der Wind kann besser durch den Bestand streichen und dann geht die Abreife bei warmem Wetter manchmal überraschend schnell. Das Laub ist jetzt zu großen Teilen abgeworfen und man sieht hier unter dem Laub überall Regenwurmlosung. Also die Regenwürmer, die lieben die Sojabohne, weil sie mit diesem Laub einfach eine sehr wertvolle Nahrung haben. Wenn man auf denselben Acker, das ist hier ein Bio-Acker, wo sehr viele Regenwürmer unterwegs sind, wenn man auf denselben Acker in 2 Wochen wiederkommt, dann kann es sein, dass von dem Laub gar nicht mehr viel zu sehen ist, weil die Regenwürmer das komplett in den Boden reingezogen haben. Es ist Ende September. Die ganze letzte Woche war warm und schön. Und die Sojapflanzen sind jetzt richtig komplett abgereift. Die letzten Blätter sind abgefallen. Der ganze Stängel und alle Hülsen haben sich rotbraun verfärbt. Wenn die Sojabohnen reif sind, dann rascheln sie. Man hört das hier, wenn man so ein Büschel nimmt, dass die Körner in der Hülse rascheln. Es reicht pro Pflanze ein einziges Korn zum Wiederaussehen im nächsten Jahr. Und es hängen aber 20, 30, 60, vielleicht noch mehr Körner an jeder Pflanze, so dass wir im Überfluss ernten können und daraus Tofu herstellen oder was wir sonst herstellen möchten. Und sobald der Bestand reif ist.